Hallo miteinander zu einer weiteren Folge vom Sims 3 Let's Play. Erin ist hier am Malen und was er jetzt uns so... Ah, logisch, der Gianchieri ist am Essen zubereiten, dass er uns das Geld kostet. Aber nicht gerade zu viel. Ja, und er ist natürlich immer noch sehr, sehr fähig, wenn es darum geht, Lebensmittel zu feinen Speisen zu verarbeiten. Ja, jetzt hat er Hunger, aber er geht ja schon gegessen, sie hat langsam auch Hunger. Jetzt sicher noch irgendwas im Kühlschrank rumstehen. Ja, ihm schmeckt wohl das, was er isst. Ganz offensichtlich. Und er möchte nach sein Schachtding möchte auch noch auf Logikfähigkeit verbessern. Ja, ich glaube, wir haben ja draußen einen Schachtisch hergestellt, dann kann er ein bisschen Schach spielen. Anstatt gamen. Und sie hat jetzt nicht die Malfähigkeiten, dann hast du wieder das Level erhöht. Sie hat jetzt natürlich ein Wochenende lang Zeit, um so Sachen zu machen. Das ist natürlich auch interessant, wenn man gegen sich selber Schach spielt. Man gewinnt und verliert. Aber lernt vielleicht ja wirklich etwas dabei. Also ich habe es noch nie ausprobiert, allein Schach zu spielen. So, er ist aber schnell im Schach spielen. Oh, was war jetzt das gewesen? Vielleicht im Job irgendwie etwas? Erin Kennedy wurde befördert, tatsächlich. Ein Moment, an den sie wegen all der schweren Arbeit, die dazu nötig war, immer mit Freude erinnern wird. Glückwunsch! Erin wurde vom Stadtrat der Stadt Sunset Valley in Anerkennung ihrer ausgezeichneten Arbeit der Titel Musterprüferin verliehen. Du hast gelernt, wie man einen Großteil der Farbe auf die Wand und nicht auf die Kleidung bringt. Es wird Zeit, dass du dich an etwas größere Projekte mit größeren Einnahmen wagst. Lerne zuerst deine Kunden besser kennen, um sie genau nach ihrem Geschmack zu bedienen und so dein Ansehen zu erhöhen. Erin verdient jetzt in der Woche 336 Simoleons und arbeitet von 8 bis 18 Uhr. Ja, das heißt, wenn wir unten aufs Jobfeld gehen, schauen bei ihr. Heißt das jetzt, der Balken fährt wieder von vorne? Ah, jawohl. Sie kriegt jetzt mehr Geld für das, was sie abschließt. Hat sie denn schon wieder neue Jobs ohne mitgehen? Ich meine auch nicht. Weil sie am Wochenende nicht schafft. Jawohl, keine Jobs verfügbar. Wird sie dann erst wieder am Montag was gehen? Aber immerhin schon. Ganz am Anfang schon mal befördert worden, ist doch nicht schlecht. Aber ich denke, das wird am Anfang halt sowieso recht zügig vorwärts gehen mit dem Befördern, weil wir halt schon sehr, sehr viele Fähigkeiten sehr, sehr weit entwickelt haben. Ja, der Gianchieri möchte einen Stein finden. Ist jetzt nicht unbedingt ein interessanter Lebenswunsch, also ja. Oder zumindest ein sehr einfacher Lebenswunsch, mal einen Stein finden. Kann ja wohl jeder. Und Erin wird langsam hungrig, malt aber trotzdem ein bisschen weiter, um ihre Berufserfahrung bereits schon wieder aufzuwerten. Sie hat schon wieder einen guten Fünftel vom Balken schon wieder voll. Und der Gianchieri hat auch bald seinen Logik-Part einen Balken gefüllt und das stockt ein bisschen ab und zu. Je nachdem, vielleicht hat es viel Programm offen am PC, kann durchaus sein. Das Spiel ist mir auch schon einmal abgestürzt wegen dem. Vielleicht könnte man mal zwischen ihnen einfach mal eine Sicherheitsspeicherung machen, da, auch wenn wir jetzt mitten in der Aufnahme sind. Einfach, dass wieder einmal gespeichert wird, nur zum auf Nummer sicher gehen. Wir haben doch jetzt einiges erlebt da mit den neuen Items, die wir da dazu bekommen haben. Zeichnungstisch und dann das, was wir alles eingerichtet haben. Das haben wir jetzt alles gemacht, ohne einmal abzuspeichern. Ist vielleicht ein bisschen wahnsinnig oder lebensmüde oder wie auch immer. Darum jetzt sicherheitshalber mal abspeichern. Auch wenn es halt mitten in der Folge ist sicher. Und ihr kennt das sicher auch, wenn ihr im Gamer seid. Und dann habt ihr irgendetwas erfolgreich geschafft. Ihr freuen euch und vergessen dabei zu speichern. Und nachher, schwupps, stürzt das Spiel ab oder was auch immer, bleibt hängen. Und ihr müsst das Ganze nochmal machen. Und dann
ist quasi so, dass man dann nicht nur sagen kann, dass das Shooter gewalttätig machen. Ich glaube, dann macht selbst irgendwas wie ein Mario Kart oder so ziemlich gewalttätig. Wobei Mario Kart ja eigentlich an sich sowieso eigentlich recht ein gewaltförderndes Spiel ist. Und wer sagt, das sei nicht so, der ist noch nie kurz vor der Ziellinie auf der Bananenschale ausgerutscht. Natürlich an erster Stelle liegend. Dort wird dann meistens mehr geflucht, als wenn man irgendwie in einem Call of Duty einmal abgeschossen wird. Und sie sollte aufs WC. Und der Fisch könnte vielleicht auch wieder mal gefüttert werden. Nicht, dass am Yoko 2 das gleiche Schicksal droht wie am Yoko 1. Wo plötzlich einmal der Rückenschwumm geübt hat. Und wenn ein Fisch einen Rückenschwumm übt, dann ist das nicht unbedingt Zeichen von Sportlichkeit. Ja, Kleidung auf die Wäscheleine hängen. Könnte man dann auch schon wieder machen. Er muss bald wieder arbeiten gehen. Dann kann sich ja Darren noch ein bisschen um die Wäsche kümmern. Und wir lassen die Zeit wieder ein bisschen schneller laufen, damit sie da schneller mit dem Bild fertig ist. So, und jetzt geht sie gerade die Wäsche aufhängen. Und jetzt kann sie schon für 90 Simoleons verkaufen. Also das heißt, sie ist noch nicht so gut wie der Changiri im Malen, aber... Und irgendetwas ist mit der Wäschmaschine nicht gut. Oh nein, es scheint doch noch alles gut zu sein, aber... Ja, was auch immer. Darren ist nicht zufrieden gewesen. Und jetzt geht sie gerade die Wäsche aufhängen und was macht der Changiri? Er ist immer noch am Schach lernen. Und jetzt kommt schon seine Fahrgemeinschaft. Das heisst, es hat nicht ganz gelangen, so den Logikpunkt dazu zu kriegen. Und dann gibt es da bereits schon wieder... Warum lässt sie jetzt die Wäsche fallen? Und sie tropft ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Wo hat sie jetzt die Wäsche her? Und vor allem, warum ist jetzt so eine... Warum tropft sie eigentlich noch die ganze Zeit? Also ich meine, das ist doch eine Stunde her, dass sie jetzt tropft. Also... Warum auch immer. Ja, sie ist gar nicht zufrieden. Macht da ziemlich einen Letsch. Jetzt steht auch noch ein Teller, der auch noch abgeräumt werden müsste. Pfütze, die aufgewischt werden muss. Ja, so stellt man sich natürlich einen Samstagabend nicht unbedingt vor. Ein Wunder, hat sich ein bisschen schlechte Laune. Ja, die Wäsche ist noch nicht trocken, die kann man noch nicht abhängen. Aber jetzt mal die Pfützen aufputzen zumindest. Kann Kunst nicht ausstehen, ja. Trotzdem will sie malen, jetzt geht sie am PC. Nein, sie geht nicht am PC. Sie soll wieder ein bisschen malen üben. Wir sind eigentlich sehr sonstige Bedürfnisse so. Ja, langsam mit der Energie hapert es langsam auch ein bisschen. Ja, was auch immer sie da jetzt zeichnet.
der Stoff, aus dem Legenden sind, für Giangieri Valer. Du bist berühmt, aber noch nicht berühmt genug. Um eine wirkliche Pop-Ikone zu werden, solltest du ein oder zwei Dinge über Legenden wissen. Wenn du das Buch Rocklegenden liest, verbessert sich sowohl deine Jobleistung als auch die Beziehung zu deinem Chef. Und wer weiß, vielleicht steigst du bald in den Pop-Himmel auf. Ja, ich würde sagen, das soll er ruhig mal lesen. Und sie hat wieder einen Malpunkt. Und Giangieri hat fertig geschafft. Was hat er jetzt für ein Ziel mit der Gitarre? Kann er einfach Gitarre spielen. Aber er soll jetzt noch das Buch lesen. Und nicht gamen. Rocklegenden, jawohl. Rocklegenden lesen. Er hat immer noch Brillen an. Ja, sie malt da eine Landschaft mit See und Haus am See, so wie es aussieht. Das Bild sollte doch auch schon ein bisschen mehr wert sein als die 90 Simle und so. Sie ist müde. Da ist sogar ein Leuchtturm, nicht das Haus. Zeit zum Schlafen. Für den Giangieri sicher auch schon bald. Ja, ja, er ist auch total auf der Fresse. Wenn sie mal den Schlafplatz tauscht, dass es nicht allzu langweilig wird, denen zwei. Dass sie mal neu aufwachen können. Aber jetzt liest er da mal ein bisschen sein Buch voraus. Bald in der Hälfte ist er, glaube ich, so wie es aussieht. Sofern der grüne Balken tatsächlich die Distanz vom Lesen im ganzen Buch betrifft. Bin immer schwierig zum Abschätzen. Also jetzt ist er sicher etwa in der Hälfte. Aber er sollte schlafen. Ich glaube, ja, er ist definitiv müde. Kann den Rest am nächsten Tag lesen. Hat er ja frei. Hat er Zeit, um das Buch zu lesen. Und sie hat Hunger und aufs WC und du, ja, sie hat schon wieder relativ viel Bedürfnis, wie wir da sehen. Viel Bedürfnis für den Sonntag. Aber natürlich auch viel Zeit am Sonntag, um die Bedürfnisse zu stillen. Sollte ja nicht so ein Problem sein. Problematischer wäre, wenn sie jetzt gerade arbeiten müsste. Dann wäre das natürlich nicht so gut, wenn sie da schon mit vier Balken so weit unten aufsteht. Oh, wieder mal ein paar Reste auffuttern. Wir sind die Reste schon lange nicht verdorben gegangen. Seltsam eigentlich. Und dann gerade mal eine riesige Ladung an Aktivität nicht und dann liegen schon wieder Klamotten rum. Die Frage ist, ob wir die bisher einfach noch nicht gesehen haben. Lohn, ja. Ah, ist das der Wochenlohn gewesen, was jetzt geht am Sonntag? Sehr wahrscheinlich. Und jetzt will sie eine Militärkarriere einschlagen. Ja, genau. Vielleicht irgendwann kehren wir dann wieder zurück auf den Beruf. Wer weiß. Ab und Dusche. Direkt vor Dusche aufs Klo. Wäre auch umgekehrt gegangen. Noch Zähne putzen. Und dann sind eigentlich alle Werte bis aufs Soziale bereits schon wieder in Ordnung. Einfach mal jemanden anrufen. Das ausländische Besucher einladen, ja, das tönt ja schon sehr gut.
Ach so. Kennen wir niemand. Können wir nicht machen. Aber einfach mal irgendwie mit jemandem telefonieren, plaudern oder so. Ayesha. Hättet ihr, dass sie mit der Erin telefonieren darf. Aber an dieser Stelle ist jetzt Zeit für einen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, tschüss miteinander.